Hallo und herzlich willkommen zurück zum Finale, also nicht komplett letzter Part, aber Finale von Mario Wonder. In der letzten Folge haben wir Bowsers Schloss betreten und mussten feststellen, dass noch 4 Level auf uns warten, die wir erledigen müssen, bevor wir zum Finale kommen. Die haben wir letzte Folge gemacht und jetzt können wir direkt zum Finale. Was ich meinte mit Finale, aber nicht letzter Part, ist, wenn wir den Kampf gegen Bowser abgeschlossen haben, schalten wir noch ein allerletztes Level frei, und zwar der Super-Final-Test, und zwar der Test der Abzeichen, glaube ich, war's. Und ja, den machen wir dann nächste Folge, schätze ich. Ich muss dann auch noch ein paar Blumenmünzen farmen gehen, aber dann, ja, gut, starten wir das Finale. Der letzte Kampf, Bowsers Finale. Wir haben auch letzte Folge 3 Medaillen bekommen für das Spielding. Fürs Zeug. Na, echt jetzt. Für den Spielstand. Das heißt, wir haben 3 von 5 Medaillen geschafft. Ha, toll. Ihr seid ja richtig weit gekommen, aber das ist auch egal, denn jetzt ist Schluss mit Spielchen. Ich habe einen Platz in der ersten Reihe für Papas großes Finale. Und ihr ruiniert mir das nicht. Ihr werdet sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super mega extra cooles Wunder. Okay. Ach komm, Scrolling auch noch. Und in diesem Ding gibt's gar nichts zum Sammeln. Wie es ausschaut, ja. Keine Zielflagge. Nix. Ach komm, ich hab doch den Rüssel nach oben geschlagen. Ach du Kacke. Boah, Alter. Hi. So, aber wir können ja auf jeden Fall die Lila-Münzen sammeln, weil die brauchen wir ja noch. Die brauchen wir für die ganzen Aufsteller, die uns noch fehlen. Gut. Das ist sogar ein 6-Sterne-Level, muss man sagen. Was? Servus? Ich glaube, ich komme schon zurecht. Danke. Boah, ich dachte schon, es ist vorbei, weil ich irgendwas nicht dabei habe oder so, was ich brauche. Als ob die jetzt alle singen. Jetzt ist sogar auch Buhu dabei. Okay, kriegen wir jetzt von jedem Konzert, was wir gehört haben, nochmal eine Kostprobe? Ach, das war das Schwebeding. War gerade schon ganz viel. Ach du Kacke, das wird übel. Danke. Bro, what the fuck wird hier denn von mir verlangt jetzt? Es hört sich an, als wäre ich nah. Ich sehe eine Bühne. Gut. Geil. Halbzeit. Oder das letzte Ding vor Bowsers Kampf.
Eins, zwei, drei, spring! Eins, zwei, drei, spring. Okay. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid ihr bereit, unter meinem brennenden Beats durch dahin zu schmelzen? Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Bowsers Finale. Und los geht's. Bro, geil. Jetzt dürfen wir mit Beats springen. Okay, verstanden. Dun, 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 dun. Verstanden, so geht es also. Gut, das müssen wir jetzt machen. Gut. Okay, wir müssen tatsächlich mit dem Ding arbeiten. Also echt im Beat. Da, zweiter Treffer. Aber das wird doch safe nicht so einfach sein, oder? Safe nicht. Dun, dun, dun. Schade, der ist gerade im Hintergrund. Ich brauch den nicht. Egal. Mehr größere Fläche. Okay, hat funktioniert. Okay. 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 Perfekto. Okay, what the fuck geht jetzt ab? Ach komm. Okay, einen haben wir getroffen. Zwei. Okay. Da. Da. Da, Alter. Ich find's geil. Ich find's richtig geil, dass sie mal eine andere Story haben. Und richtig... Die haben sich sogar richtig Mühe gegeben bei dem Bowser-Kampf, Alter, sogar. Meiner Meinung nach. Okay, das wird wahrscheinlich bei der nächsten Phase ist die letzte wahrscheinlich und die wird schwieriger als alles andere, was wir bis jetzt hatten. Gut. 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 Okay. Wir sind allem ausgewichen. Perfekt. Bis jetzt haben wir tatsächlich bei Bowser hier nur einen Treffer eingesteckt, sorry. Jetzt macht es in vier Dinge. Ach du Kacke. So. Komm, ich bin doch richtig gesprungen. So. Hier. Treffer. So. Gut. Erster Treffer. Gut.
Gut, zweite Hand ist weg. Dritte Hand ist weg. Und vierte Hand ist weg. Jetzt kommt wieder Bowser. Oder auch nicht. Komm. Ich muss, glaube ich, die Hände gar nicht wegmachen. So. Okay, jetzt hat er, jetzt ist nur noch sein Kopf da. Okay, what the fuck? Gut, hier. Gut. Perfekt. Okay, verstanden. Wie es läuft. Perfekto. Sieht gerade lustig aus. Aber geil, dass sie sich jetzt tatsächlich neue Story-Ideen ausdenken, ne? Ich rede nur von Odyssey, da war es... Bowser entführt zwar Peach wie immer, aber wegen der Hochzeit. Und hier war es jetzt was komplett anderes, als man kennt normalerweise, ne? Von Mario Bros. Okay, was für ein Wundersam bist du? Königssamen natürlich, meine ich. Ach, du bist der Königssamen von dem Schloss, oder? Ach, das ist jetzt das große Wunder, was am Anfang gestohlen wurde. Nee, Moment, der Wundersamen, der gerade dazu kam, war der von den Blüteninseln. Den hatte Bowser. Den Königssamen meinte ich natürlich. Okay, da hat man ganz kurz gerade die Wunderblume gesehen. Okay, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist das superfinale Level spielen in der Spezialwelt, was jetzt wahrscheinlich gleich auftaucht. Und noch die restlichen Abzeichen finden. Ach, das ist jetzt als ob. Moin, die haben echt so ein interaktives Ding gemacht. Kriegen wir dafür auch... etwas, wenn man alle haben? Nee, Fabian, aber ich habe bis jetzt nicht alle erschreckt. Und ich verliere, wenn ich von Gegnern getroffen werde. Okay. So, Alter. Jetzt habe ich schon ein paar verpasst. Jetzt kommen wir noch Cheep-Cheeps hinzu. Komm, ich muss tatsächlich den Stern treffen. Alter! Komm, Alter, du brauchst sogar manchmal die Gegner, Alter. Gut, jetzt schneit's. Alter, das ist ein interaktives Ding hier, Alter. Aber gut, jetzt können wir auch ein bisschen über das Game reden. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe halt davor noch nie ein Mario Bros. Gespielt, aber ich muss schon sagen, von dem, was ich gehört habe,
über Mario Bros. Ist das, glaube ich, eine extreme Verbesserung gewesen. Denn die normalen Mario Bros. Ist es komplett anders. Erstmal komplett andere Story, was ich geil finde, weil normalerweise immer das Klischee Bowser für Peach. Jetzt war es ein komplett neues Königreich. Und Bowser hat jetzt mal nicht Peach entführt. Wir haben sie mal spielen dürfen, so wie in Mario 3D World. Da war es ja auch nicht Peach entführt wurde, sondern die ganzen Feen. Spring. 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 So. Aber ich finde es geil, dass sie das jetzt nach... Ich bin irgendwie interessiert, was das nächste Mario Game wird. Ob sie dann immer noch andere Story reintun oder nicht. Oder ob es immer noch bei Peach und Bowser für Peach oder ob die jetzt halt mit denen neu bleiben. Mit vielleicht noch ein neues Game im Blumenkönigreich. Oder allgemein neue Königreiche finden mit neuer Story. Aber das finde ich schon geil. So. Aber ja, storytechnisch kann man nicht meckern bei diesem Game. Ich mag's. Musik, auch geil. Level waren auch mal schwer in diesem Game. Es gab echt viele, da war ich wahrscheinlich selber schuld, dass ich gestorben bin. Aber ich rede von der Spezialwelt jetzt mal ganz vorweggenommen. Die war schon geil, die Spezialwelt. Oder ist noch geil, weil ich habe ja noch nicht das letzte Level. Ja, mal gucken, wie das letzte Level wird. Aber ich finde, klar, sie haben die Abzeichen rein, was eine Neuerung ist. Aber du kannst das Game eigentlich, wenn wir ehrlich sind, brauchst du nicht mal so viele Abzeichen. Du kannst das Game mit, glaube ich, fast einem Abzeichen durchspielen. Oder besser gesagt, du kannst mit einem Abzeichen durchspielen. Wir haben, also Beispiel ich habe nur die Kappe genommen, diese Flugkappe. Weil ich damit am besten arbeiten konnte. Weil ich halt nicht die Level nochmal tausendmal spielen wollte, wegen der goldenen Flagge, ne? Deswegen habe ich gleich die Schmütze genommen, die mit der man ein bisschen fliegen kann, um die Goldflagge immer zu erreichen, wenn möglich natürlich, ne? Aber naja, musiktechnisch geiles Game. Die Wunderblumen waren sogar eine richtig geile Neuerung, meiner Meinung nach. Ah, kacke, jetzt habe ich's verkackt. Gut. So, und ja. Ich find's richtig geil, das Game. Meine Neuerung. Ich müsste vielleicht irgendwann mal ein anderes Mario Bros. Anfangen, um herauszufinden, wie zum Geier die anderen waren und wie sich die spielen, weil ich finde, das war ein richtig gelungenes Game jetzt mal. Auch mal endlich mal wieder ein Mario, ein 2D-Mario neues. Bis jetzt waren es ja immer Ports. Aber ich kann nicht meckern. Mein erstes Mario Bros. Und ich bin weg. Mich hat's umgehauen, dieses Game. So, jetzt werden wir gleich sehen, was noch passiert. Kamek tut mir schon ein bisschen leid, er darf alle schleppen. Ha. Okay. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Okay. Die Info brauche ich natürlich. Komm bald wieder. Und das war tatsächlich jetzt das komplette, fast komplette Game von Mario Wonder. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Dafür erhältst du noch eine Medaille. Jetzt hast du schon 4. Die Level, die du noch nicht gefunden hast, werden nun als Fragezeichen auf der Levelübersicht angezeigt. Der Laden hat neue Abzeichen im Angebot. In der Spezialwelt ist nun das Level Super Finaltest verfügbar. Oh, jetzt hier zu sein erinnert mich daran, wie alles angefangen hat. Wir sind zu vielen Orten gereist und haben so viele Wundersamen gesammelt. Aber es muss mehr Wundersamen und Zehnermünzen geben, die wir noch nicht gefunden haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Gucken wir einfach mal. Da haben wir alles. Laden. Ja, Laden. Ich wollte gerade sagen, der Laden hat neue Sachen im Angebot. Gott, jetzt muss ich meine Dinger schon wieder ausgeben. Jetzt muss ich halt die Laden anschauen, ne? Aber ich wollte die lila Münzen sparen für den ganzen anderen Mist, den ich habe. Das 2-Stufen-Sprungabzeichen ist perfekt für die Büste.
Uns fehlt danach doch trotzdem noch eins. Warum kosten die so viel? Ah, muss ich dann wieder farmen gehen. Nein. Jetzt müssen wir mal gucken, wegen Abzeichen. Eins fehlt aber noch. Wo kriege ich das her? So. Da ist das. Schalte ich das letzte Abzeichen... Okay, na, das machen wir nicht. Okay, 22 noch. Das sind 660 lila Münzen. Die darf ich farmen gehen. So, ich muss gucken, wo das letzte Abzeichen ist. Aber naja. Der Superfinaltest ist hier oben, richtig? Gibt es dadurch ein Abzeichen oder nicht? Naja, ich würde jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge kümmern wir uns um diesen Test. Ich weiß halt noch nicht, ob ich jetzt die ganzen Aufsteller jetzt so sammle, weil ich werde definitiv... Ich werde wahrscheinlich nächste Folge des Let's Play beenden, wenn ich dieses Level habe. Wenn ich den auf... wenn ich den, das, mit die, die Medaille bekomme, passt es. Aber ich, bestimmt werden wir dieses Game... Ja, also ich werde es privat nochmal zocken. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge dann, wenn ich alle Aufsteller habe, ne? Aber ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge zu wahrscheinlich letzten von diesem Let's Play. Ciao. Euer Gladius.